Spaß wollte Elvis nicht mit Ginger allein bleiben. Nachdem Grow gegangen war, rief Elvis Dr. George Nikopoulos an. Presley brauchte noch mehr Medikamente für die Tournee. Er rief Dr. Nick an und wollte ein Rezept für Dilaudid, ein sehr starkes synthetisches Heroin. Das Rezept wurde direkt in die Apotheke des Baptist Hospitals geschickt, die auch nachts geöffnet war, damals noch eine Seltenheit. Ein Stiefbruder von Elvis holte die Medikamente ab. Presley nahm die Medikamente ein, doch sie zeigten wenig Wirkung. Um 4 Uhr morgens wollte Elvis mit Ginger, Billy Smith und dessen Ehefrau Joe etwas Sport treiben. Wir spielten noch ein bisschen Squash und Elvis schien wirklich guter Laune zu sein. Wir spielten bis fast 6 Uhr. Die Sonne ging gerade auf. Das Spiel war zu Ende, doch Elvis war noch immer voller Energie. Er fuhr noch Fahrrad. Dann spielte er ein paar Songs auf dem Klavier im Aufnahmestudio neben der Squash-Halle. Smith erzählte mir später, dass er Blue Eyes Crying in the Rain und ich glaube, das andere Lied war Unchained Melody sang. Das waren die letzten Lieder, die er sang. Danach wollte Elvis wieder nach oben gehen. Als er von der Squash-Halle kam, fragte ich ihn, ob er frühstücken wollte. Er wollte aber nur kaltes Wasser. Ich sagte, ich würde es ihm aufs Zimmer bringen. Er ging also hinauf und er sah sehr, sehr gut aus. Um etwa 7 Uhr wusch sein Cousin Billy Elvis die Haare und er hörte zu, wie er ihm sein Herz ausschüttete. Billy stand Elvis im letzten Jahr wohl am nächsten. Billy verbrachte 18, manchmal 24 Stunden am Tag bei ihm. Um 7.30 Uhr legte Smith sich etwas schlafen. Als Elvis ins Bett wollte, kam sein Stiefbruder Stanley zu ihm. Elvis beklagte sich darüber, dass er nicht gut schlief. Und ich erinnere mich noch daran, wie Ricky Stanley ihm Medikamente raufbrachte. Die Mitglieder seiner Clique erzählten später, dass er eine ganze Reihe von Medikamenten hatte, die in 3 Gruppen aufgeteilt waren. Angriff 1, 2 und 3. Um ca. 8.30 Uhr brachte Presleys Tante Delta ihm ein Glas Wasser, die Zeitung und eine dritte Ladung Medikamente. Elvis war bereits mit Drogen vollgestopft. Vor einer Tournee war Elvis immer so aufgedreht, dass er nicht schlafen konnte. Er nahm wiederholt Beruhigungsmittel, und zwar verschiedene. Wenn man dieses Zeug so lange nimmt, wirken die Schlaftabletten noch gerade 2 bis 3 Stunden. Man schläft ein bisschen, wacht auf oder glaubt zumindest wach zu sein und nimmt eine weitere Tablette, um wieder einzuschlafen. Ich schlief wieder ein und ich erinnere mich, wie Elvis aufstand. Ich fragte, was los sei und er meinte, er gehe auf die Toilette, um zu lesen. Meine letzten Worte waren, schlaf aber nicht ein. Er ging ins Bad, da sah ich ihn zum letzten Mal lebend. Im Badezimmer stand ein kleiner Fernseher und ein Sessel. Oft las er auf diesem Sessel. Doch meistens war er aus einem anderen Grund lange im Badezimmer. Verdauung ist ein unangenehmes Thema. Doch man konnte nicht so leben, wie er es tat und keine Probleme damit haben. Sein unterer Verdauungstrakt, der ganze Darm war fast vollständig verstopft. Eine klare Folge des Drogenmissbrauchs. Die vielen Beruhigungsmittel hatten seine Verdauung flachgelegt. Während Elvis in den letzten Stunden seines Lebens am Morgen des 16. August im Badezimmer las, lief etwas schief. Der ehemalige Gerichtsmediziner von Shelby County, Dan Wallach. Er hatte wohl einen Herzstillstand. Das wäre sehr schmerzhaft gewesen, wie ein Herzinfarkt. Er hätte einen Schmerz in der Brust verspüren müssen. Er las gerade ein Buch, stand auf, konnte aber nicht gehen, weil die Hosen ihm die Beine zusammenhielten. Er ließ sein Buch fallen, machte einen Schritt und fiel hin. Dann versuchte er noch zur Tür zu kriechen. Ginger erzählt, dass sie ein paar Stunden später, kurz nach 14 Uhr, erwachte und Elvis rief. Doch er antwortete nicht.
Ich ging zur Tür und klopfte. Ich öffnete die Tür und fand ihn am Boden. Gleich in Star Reports, die kleine Lisa Marie erfährt die Wahrheit. Sie schrie nur noch. Mein Vater ist tot. Am Nachmittag des 16. August 1977 bezahlte Elvis für die vielen Jahre des Selbstbetrugs einen hohen Preis. Presleys lebloser Körper wurde auf dem Boden im Badezimmer seines Anwesens in Graceland gefunden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen gelang es nicht, Elvis ins Leben zurückzuholen. Nachdem sie aufgewacht war, stand Elvis' 20-jährige Freundin Ginger Alden um 14.15 Uhr auf und öffnete die Badezimmertür. Ich sah ihn an und dachte, er hat sich den Kopf aufgeschlagen. Doch als ich seinen Kopf umdrehte, sah ich sein Gesicht. Ich hatte ihn noch nie so gesehen. Ich fiel in einen Schockzustand und war wie gelähmt. Doch ich dachte nicht daran, dass Elvis tot sein könnte. Ich nahm das Telefon und rief das Hausmädchen. Sie sagte, es sei etwas Schlimmes passiert und sie weinte. Ich legte den Hörer auf und ging gleich nach oben. Ich ging den Gang entlang und sah durch das Ankleidezimmer ins Badezimmer. Sein Gesicht lag auf dem Teppich und er war nur halb gekleidet. Ich ging wieder hinunter und ein Bodyguard kam gerade zur Tür herein. Ich schrie dem Bodyguard zu, er solle nachschauen, was geschehen war. Alle liefen die Treppen rauf und runter. Vernon kam und sagte, mein Junge ist tot. Selbst die kleine Lisa Marie kam aus einem Nebenzimmer und wollte wissen, was mit ihrem Daddy los sei. Einigen Berichten zufolge versuchte man, Elvis mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung zu retten. Doch der ehemalige Bodyguard Sonny West, der nicht dabei war, bezweifelt das. In seinem Zustand war es unmöglich, ihn zu beatmen. Seine Zunge hing aus seinem Mund. Er hatte mit den Zähnen die Zunge fast abgebissen. Seine Freunde versuchten, Dr. Nikopoulos zu erreichen. Sie riefen einen Krankenwagen. Wir versuchten, ihm zu helfen, bis der Krankenwagen kam. Ich ließ die Notärzte rein. Dr. Nick kam gerade an, als der Krankenwagen abfahren wollte. Er stieg hinten ein. Das Pflegepersonal erzählte, was es im Badezimmer gesehen hatte. Eine ganze Sammlung von Medikamenten. Sie wollten später zurückkommen, um sie zu holen. Der Krankenwagen raste davon und erreichte kurz vor 15 Uhr das Baptist Memorial Hospital. Presley wurde sofort in die Notaufnahme gebracht. When I got to the hospital, Elvis had already arrived. Als ich ankam, war Elvis bereits da. Das Harvey-Team, die Herzspezialisten des Krankenhauses, arbeiteten bereits. Als ich erfuhr, dass das Harvey-Team sich um ihn kümmerte, waren meine Beine wie Pudding. Ich eilte in die Notaufnahme. Ich glaubte, ich würde es nicht schaffen. Es wimmelte nur so von Ärzten. Sie alle kümmerten sich um ihn. Es war ein Chaos. It was total chaos. The emergency room quickly becomes a magnet. Die verschiedensten Leute kamen in die Notaufnahme, als die Nachricht, dass etwas mit Elvis los war, durchsickerte. Das Krankenhaus erfand eine Geschichte, um die Presse etwas loszuwerden. Die Ärzte hofften auf ein Wunder und arbeiteten wie wild. Sie machten eine Herzmassage. Sie unternahmen alles nur Erdenkliche. Autor Jim Cole glaubt, dass ein folgenschwerer Fehler begangen wurde. Sein Magen wurde während des Wiederbelebungsversuchs ausgepumpt. Aus bis heute nicht geklärten Gründen wurde der Inhalt jedoch weggeworfen. Das wäre aber für die Autopsie entscheidend gewesen. Die Ärzte mussten einsehen, dass ihre Anstrengungen sinnlos waren. Sie arbeiteten noch weiter und ich sagte zu Dr. Nick, tun Sie ihm das nicht länger an. Ich bat sie aufzuhören, denn er war schon lange tot. Marion meinte, es sei an der Zeit, ihn gehen zu lassen, damit er mit seiner Mutter wieder zusammen sein konnte. Be with his mother.
Elvis Aaron Presley, wurde am 16. August 1977 um 15.30 Uhr für tot erklärt. Er wurde 42 Jahre alt. Nachdem Elvis für tot erklärt wurde, küsste Marion ihn auf die Stirn. Als das Harvey-Team und alle anderen weg waren, ging ich noch einmal ins Zimmer. Ich wusch ihm das Gesicht, kämmte die Haare und verabschiedete mich von ihm. Ich nahm den Schlafanzug und den Davidstern, um es Vernon zu geben. For Vernon. Eine Krankenschwester deckte ihn mit dem Laken zu. Der Arzt sagte, wir bringen ihn ins Leichenschauhaus. Dick Grobe machte gleich eine schreckliche Entdeckung. Ich bemerkte, dass eine andere zugedeckte Leiche sich bewegte. Das kam mir sehr merkwürdig vor und ich schaute nach. Kaum zu glauben, doch unter dem Tuch lag ein Fotograf, ein Paparazzi. Unterdessen kehrten die Ärzte nach Graceland zurück, wo auch sie eine Überraschung erlebten. Als sie zurückkamen, waren alle Pillen verschwunden. Das Badezimmer war desinfiziert worden. Ich musste alles in eine Zeitung packen und es in den Müll werfen. Dan Warlick, ehemaliger Gerichtsmediziner. Vieles wurde übersehen. Es ist doch wirklich lächerlich, nur die Pillen, nicht aber die Verpackung wegzuwerfen. Sie ließen einfach die leeren Verpackungen stehen. Dr. Nikopoulos sagte mir, dass er damals keine rezeptpflichtigen Medikamente einnahm, dass man Presley nur wegen Magen-Darm-Störungen Antibiotika verschrieben hatte. Um ca. 16 Uhr war Sam Thompson wieder in Graceland. Dr. Nick teilte gerade Vernon mit, dass Elvis für tot erklärt worden war. Alle weinten und schrien. Das Chaos brach aus. Doch es gab noch ein Problem. Wer würde der 9-jährigen Lisa Marie mitteilen, dass ihr Vater tot war? Wir warteten auf ihre Mutter aus Kalifornien, damit sie es ihr sagen konnte. Doch sie verlangte nach Linda Thompson. Lisa Marie befürchtete bereits das Schlimmste. Sie war die Erste, die es der Ex-Freundin ihres Vaters mitteilte. Sie rief mich als Erste an. Ich nahm den Hörer ab und sie sagte, Linda? Ich antwortete, hallo, kleines Zuckerhäschen. Sie sagte, ich bin's, Lisa. Und ich weiß, wer du bist. Sie weinte und schrie, mein Vater ist tot. Ich ließ den Hörer fallen und schrie nur noch, nein, nein, nein. Im Krankenhaus hatte man bereits mit der Autopsie der Leiche begonnen. Gleich nach Elvis' Tod verlangte Vernon eine Autopsie. Es wurde eine der kontroversesten Autopsien aller Zeiten. Vernon verlangte die Autopsie, bezahlte dafür und deshalb gehörte sie der Familie. Damit sollte verhindert werden, dass sie veröffentlicht und Fotos gemacht wurden. Die Autopsie besagt, dass Elvis an Herzversagen gestorben war. Das ist Unsinn. Elvis starb, weil er zu viele verschiedene Medikamente genommen hatte. Er hatte 10 Medikamente, darunter auch synthetisches Heroin in seinem Körper. Er hatte Anzeichen einer Allergie, blaue Flecken am Oberkörper. Ein Hinweis auf eine schlechte Reaktion. Elvis Presley starb, weil er zu lange und zu starke Medikamente eingenommen hatte. Schließlich schloss das Krankenhaus die Untersuchungen ab. Elvis wurde zur Einbalsamierung ins Bestattungsinstitut in Memphis und anschließend nach Graceland gebracht. Sie brachten die Leiche vom Bestattungsinstitut. Ich ließ das Haus räumen und verbrachte dann die Nacht neben der Leiche, denn es bestand die Gefahr, dass die Leiche gestohlen wurde.
Am Mittwoch, dem 17. August 1977, teilte die Familie Presley mit, dass der Öffentlichkeit die Möglichkeit geboten würde, Elvis die letzte Ehre zu erweisen. Zwischen 15 und 18.30 Uhr schritten über 20.000 Personen an Presleys Sarg vorbei. Weitere 50.000 warteten noch draußen, als die Tore geschlossen wurden. Im Baptist Memorial Hospital gab der verantwortliche Untersuchungsarzt Dr. Jerry Francisco eine Pressekonferenz. Dr. Francisco went out. Dr. Francisco erzählte der Presse, dass Elvis offensichtlich an Herzversagen gestorben war. Das sagt aber nicht viel aus. Wenn man von einem LKW überfahren wird, kann man auch an Herzversagen sterben. Was ist nun die Todesursache? Der Unfall oder das Herzversagen? Franciscos Aussage überraschte den Gerichtsmediziner Dan Wallach. Dr. Francisco benutzte zwar die medizinische Terminologie, eigentlich sagte er nur, Elvis Presley starb, weil sein Herz aufgehört hat zu schlagen. Das ist aber keine endgültige Analyse, weil die anderen möglichen Todesursachen nicht ausgeschlossen wurden. Verschiedene Gerichtsmediziner begutachteten die Resultate der Autopsie und alle stimmten darin überein, dass es Herzversagen war. Einige glaubten an Selbstmord, andere bezweifeln es. Elvis Presley versuchte nicht, sich umzubringen. Die Ärzte hatten die Medikamente verschrieben. Er bereitete sich auf eine neue Tournee vor. Das ist Humbug. Er wollte sich nicht umbringen. Er wollte nicht Selbstmord verüben. So war er nicht. Elvis glaubte zu sehr an Gott und dass es eine Sünde war. Am Ende war es eine Art Selbstmord, wenn auch nicht absichtlich. Die Kontroverse hielt jahrelang an. Doch in der Zwischenzeit erweckte Elvis' Tod weltweite Aufmerksamkeit. Ich wurde mit Vernon und dem Colonel in einem Raum gebracht und das ganze Bett war übersät mit Telegrammen aus der ganzen Welt. Von der englischen Königin, dem Präsidenten der USA, Premierministern, aus der ganzen Welt, aus allen Bereichen, Filmstars, einfach alle. Am Donnerstag, dem 18. August, wurde Elvis' Sarg nach einem privaten Gedenkgottesdienst in Graceland, an dem 200 Freunde und Familienmitglieder teilnahmen, zu einem weißen Leichenwagen getragen. Wir hoben den Sarg hoch. Er war tonnenschwer. Ich sagte, dieser Hurensohn versuchte uns umzubringen, als er noch lebte, und er gibt nicht auf. Wir kamen aus der Tür und da fiel ein Ast von einem Baum. Ich sagte, Jungs, er hat diesen Ast gebrochen. 80.000 Menschen standen am Elvis Presley Boulevard, um den Trauerumzug zu begleiten. Über ihren Köpfen kreisten Helikopter und die Polizei von Memphis grüßte den Sarg und hielt gleichzeitig die Massen ab. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es war unglaublich. Kinder, Erwachsene, kleine Babys standen an der Straße. Es war bizarr, wie von einem anderen Stern. Bizarre. It was all like Twilight Zone. Am 18. August 1977 um 16.24 Uhr wurde Elvis Aaron Presley im Forest Hill Friedhof von Memphis beigesetzt. Dort sollte er aber nicht lange bleiben. Nur 6 Wochen später vereitelte die Polizei einen Plan, die Leiche zu stehlen. Die Leiche wurde aus Sicherheitsgründen nach Graceland gebracht. Doch die Gerüchteküche begann erst richtig zu brodeln. Nach dem Tod von Elvis wollten alle etwas von seinem Reichtum. Es gab auch einen Streit um seine Villa, deren Wert 1977 auf knapp 3 Millionen Dollar geschätzt wurde. Man vergisst immer, dass es mit Elvis' Karriere schon vor seinem Tod bergab ging. Graceland wurde für knapp 1 Million Dollar verkauft, weil es so heruntergekommen war. Presleys Vater Vernon war der Nachlassverwalter, die 9-jährige Lisa Marie die einzige Erbin. Doch sie war viel zu jung, um ihr Erbe anzutreten. Als Vernon im Sterben lag, machte er Priscilla zur Nachlassverwalterin. Das war eine seiner besten Entscheidungen, denn Priscilla stellte Fachleute an, um das Anwesen zu verwalten. Elvis' Ex-Frau war eine gute Geschäftsfrau und nach Vernons Tod 1979 verwandelte Priscilla die Firma Elvis Presley Enterprises in eine Goldmine. Doch viele, die Elvis nahe standen, waren alles andere als begeistert. Wenn der Ehemann stirbt, nachdem man bereits 7 Jahre geschieden ist, kann man sich wohl kaum als Witwe bezeichnen. Ich glaube nicht, dass sie berechnet ist. Sie ist dämonisch.
Die seit 1973 von Elvis geschiedene Priscilla Presley hatte die Imagevermarktung fest im Griff, nicht aber die Memphis Mafia. Sie mögen uns nicht, weil wir die wahre Geschichte erzählen können. Denn es ist unsere Geschichte. Sie können nichts dagegen unternehmen. Und das stört sie. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Jahrelang verschrieben Ärzte Elvis Presley Abertausende von Pillen. Special Agent Dave McGriff war an den Untersuchungen über Presleys Drogenkonsum beteiligt. Elvis wurden unglaublich viele Medikamente verschrieben. Es kommt sehr selten vor, dass jemandem innerhalb eines Jahres so viele Medikamente verschrieben werden. Wenn man alle Rezepte zusammenzählt, die Dr. Nick Elvis im letzten Jahr ausstellte, kommt man auf über 100 Pillen pro Tag. Das ist erschütternd. Die Behörden von Tennessee entzogen 1980 George Nikopoulos seine Lizenz, weil er zu viele Medikamente verschrieben hatte. Doch Dr. Nick war sicherlich nicht der einzig Schuldige. Es gab eine Verschwörung, um die Meinungen über die Todesursache zu verheimlichen. Die Menschen um ihn herum wussten, dass er zu viele Medikamente geschluckt hatte. Elvis bekam mühelos jedes Medikament. Das Problem war vielmehr, dass niemand Nein sagte. Alle versuchten, einen Sündenbock zu finden. Doch der wahre Schuldige war Elvis selbst. Während Elvis' Tod untersucht wurde, verdiente man mit seinem Leben Geld. Nebst den Millioneneinnahmen aus dem Merchandising-Geschäft dokumentierten Dutzende von Büchern die Geschichte des King, geschrieben von Menschen, die ihm nahestanden oder auch nicht. Sollte ich je ein Buch schreiben, trägt es den Titel »Ich sah seinen Rücken«. Und da gibt es noch Billy Miller, ein Geschäftsmann aus Las Vegas, der behauptet, von 1970 bis 1977 als Privatdetektiv für Elvis gearbeitet zu haben. Mein Vater und Elvis' Vater, Vernon, wurden gute Freunde. Als Elvis 1969 hier im International auftrat, waren mein Vater und ich eingeladen. Nach der Show fragte mich Elvis, ob ich für ihn arbeiten wolle. Ich sollte private Nachforschung für ihn machen. Miller erzählt, dass Elvis ihm Dutzende von Briefen schrieb und Erinnerungsstücke hinterließ. Das machte Elvis in der Grundschule als Geschenk für seine Mutter. Als Gladys 1958 starb, kam es zu Vernon. Miller zufolge soll sein Buch explosive Details über Elvis verraten. Ich war derjenige, der Wanzen in die Wagen und in Graceland einbaute. Ich sah mehr, als ich wissen sollte. Vieles davon werde ich ins Grab mitnehmen. Doch Presleys Freunde halten Millers Geschichte für einen Schwindel. Ich kannte Elvis seit 1967 und ich bin Billy Miller nie begegnet. Es gab in Graceland nie irgendwelche Wanzen. Bugs or security devices placed inside of Graceland. Er labert davon Wanzen im Haus. Wissen Sie was? Da gab es höchstens mal eine Hausschabe. Billy Miller war nie Elvis Privatdetektiv. A private detective for Elvis, Billy Miller. Billy Miller hatte nie etwas mit Elvis zu tun. Er ist so falsch, wie man nur sein kann. Was sie wütend macht, ist, dass sie erst 20 Jahre später erfahren, dass ich sein Privatdetektiv war. Louis Tucker, ein langjähriger Freund der Presleys, glaubt Millers Geschichte. Billy Miller und Elvis stellten an verschiedenen Orten in Graceland versteckte Kameras auf und bauten Wanzen in die Wagen ein. Doch viele haben ein Interesse daran, dass diese Informationen nicht veröffentlicht werden. Sie versuchen, Billy Miller zu diskreditieren, damit man ihn für einen Schwindler hält. Das ist er aber nicht. Unterdessen verkauft sich Elvis immer noch gut. Schnickschnack, Briefmarken, Restaurants, neu veröffentlichte Platten. Elvis lebt. Auch das Vermögen ist unterdessen gewachsen. 1999 wurde es auf über 400 Millionen Dollar geschätzt. Doch Geld nützte Elvis in den letzten Tagen seines Lebens nichts. Er war deprimiert und einsam, seine Musik mittelmäßig, seine Gesundheit stark angeschlagen. Nichts kann jedoch Elvis' Erbe aufhalten.
Greatness withstands the test. Größe ist stärker als Zeit. Contribution to our society. Seine revolutionären Beiträge ebneten den heutigen Künstlern den Weg. Certainly paved the way for artists today. Der charismatische Sänger, der Hound Dogs und Blue Suit Shoes berühmt machte, veränderte nicht nur die Musik, er veränderte die Welt. Elvis Presley wird der King des Rock'n'Roll bleiben. Und vielleicht war er auch der Mann, der am meisten Einfluss hatte. Billy Buckley sagte voraus, dass Elvis die größte kulturelle Ikone des Jahrhunderts sein würde. Und das stimmt. Elvis kann niemand das Wasser reichen. Thank you very much.